Hallo meine Lieben, willkommen zu Playmobil sucht das Topmodel. Die Entscheidung, welche nächsten vier in die Challenge Shows dürfen. Ihr habt abgestimmt und ja. Und jetzt ist die Entscheidung. Und ich würde sagen, ich mache mich gleich auf den Weg zum Ergebnis zu holen. Genau. Also, ich gehe jetzt mal los. Mach das! Woo! Bevor Chess mit dem Ergebnis kommt, stelle ich noch mal die Kandidaten vor, die beim letzten Mal gekämpft haben. Und sie haben die nächsten vier für die nächste Runde ausgesucht. Und ja, mit dabei Olivia, Natascha, Merle, Carola, Heidi, Thomas, Tina, Sabine. Genau. Ihr habt entschieden, welche nächsten vier in die großen Challenge-Shows dürfen. Und ja. Und ich glaube, Jess ist jetzt. Sie wird jetzt wieder kommen. Hier ist Jess mit dem Ergebnis. Ja, ich habe das Ergebnis und ja. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort mit der Entscheidung, welche nächsten vier in die Challenge-Shows dürfen. Und ihr habt in der dritten Kassenrunde es gebracht. Jetzt gibt's die Entscheidung, wie die Zuschauer entschieden haben, welche nächsten vier dürfen in die nächste Runde in die Challenge-Shows. Und damit bitte ich als erstes nach vorne Olivia und Natascha. Das erste Ticket für heute, für die nächste Runde. Die Zuschauer haben entschieden, weiter ist Olivia. Oh mein Gott. Liebe Natascha, du bist leider ausgeschieden. Okay. So, und damit machen wir jetzt weiter mit Merle und Carola. Entschuldigung, meinte Carola und Merle und Heidi. So, genau. Okay. Das zweite Ticket für die Challenge Shows. Das zweite Ticket für von heute bekommt und ist damit in der nächsten Runde in den Challenge Shows. Die Zuschauer haben entschieden für Merle! Oh mein Gott! Liebe Heidi, du bist leider ausgeschieden. Okay. Und damit machen wir weiter mit Carola und Thomas. So, ihr zwei. Lieber Thomas, du bist unser einziger Kandidat bis jetzt. Unser einziger männlicher Kandidat. Aber haben die Zuschauer dich in die nächste Runde gewählt? Oder Carola? Die in der nächsten Runde ist Carola! Oh mein Gott! Lieber Thomas, du bist leider ausgeschieden.
Okay, und damit machen wir weiter mit unseren letzten zwei, Tina und Sabine. So, mein Lieben, jetzt geht's um das letzte Ticket von heute. Wer bekommt den letzten Platz, das letzte Ticket von heute für die nächste Runde? Wer von euch darf noch in die Challenge-Shows? Weiter mit dabei in der nächsten Runde ist Tina. Oh mein Gott, liebe Sabine, du bist leider ausgeschieden. Okay. Und damit sind in der nächsten Runde Olivia, Merle, Carola und Tina. Herzlichen Glückwunsch. Ausgeschieden sind Natascha, Sabine, Heidi und Thomas. Tut mir leid. So, aber wir sehen uns jetzt gleich zur vierten Castingrunde zu unseren letzten Ka und zu unseren diesjährigen letzten Castings. Genau. Bis gleich in einer Sekunde. Mit acht neuen Kandidatinnen. So, mein Lieben, wir sind jetzt wieder zurück nach der Entscheidung. Jetzt geht's um die letzten Castings, um die vierte Castingrunde von Playmobil Such das Topmodel 2023. Ja, mit acht neuen Kandidatinnen und ich würde sagen, wir stellen sie mal vor. Genau. Die 01 hat die Nicole, die 02 die Sarah, die 03 die Anna, die 04 die Liz, die 05 Ronja, 06 Flora, 07 die liebe Nadine und 08 Isabel. Das ist unsere neuen acht Kandidatinnen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in die vierte Castingrunde in die diesjährigen letzten Castings 2023. Los geht's mit unserer lieben Nicole. Das ist dein Casting. Liebe Nicole, ganz toll gelaufen. Danke. Und mal schauen, ob du weiterkommst oder nicht. Denn es geht um die letzten vier. Das stimmt. So. Und wir machen jetzt weiter mit unserer 02, mit unserer lieben Sarah. Das ist dein Casting. Liebe Sarah, toll gelaufen. Danke. Sehr schnell. Und mal schauen, was die Zuschauer sagen. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich auch. Mal schauen, ob du in die nächste Runde kommst oder nicht. Mal schauen. Und wir machen jetzt weiter mit unserer lieben Anna. Das ist dein Casting.
Liebe Anna, toll gelaufen, super schnell, ganz toll. Danke. Wirklich spannend, was die Zuschauer sagen, wie die entscheiden. Ich bin auch sehr gespannt und ja, ich fand's auch ganz toll. Ich auch. Super gemacht. So, und wir machen jetzt direkt weiter mit unserer 04, mit unserer lieben Liz. Das ist dein Casting. Liebe Liz, toll gelaufen, super gemacht. Danke. Und mal schauen, ob du weiterkommst. Ja. Ich habe mich auch extra schick gemacht. Toll. Mal schauen, was die Zuschauer sagen. Mal schauen, wie sie entscheiden. Ja. So, jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Und jetzt natürlich machen wir weiter mit unserer 05, mit unserer lieben Ronja. Das ist dein Casting. Liebe Ronja, toll gelaufen. Danke. Und schicke Uniform. Danke. Ist meine Pilotenuniform. Super. Mal schauen, wie die Zuschauer entscheiden. Bin ja sehr gespannt, ob sie eine Pilotin weiterlassen, meine ich. Genau. Super gemacht. Danke. Und wir machen weiter mit unserer 06. Mit unserer lieben Flora. Das ist dein Casting. Liebe Flora, toll gelaufen, super gemacht. Danke, kann man nichts anderes sagen. Super gemacht und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mit unserem vorletzten Casting weiter mit unserer lieben Nadine. Das ist dein Casting. Liebe Nadine, toll gelaufen. Wie gesagt, braucht man nicht mehr sagen. Super, ganz toll. Danke. Und wir machen jetzt weiter mit unserem diesjährigen allerletzten Casting. Und zwar mit unserer 08, mit unserer Isabel. Das ist dein Casting. Liebe Isabel, du warst für dieses Jahr unsere allerletzte Kandidatin im Casting. Toll gemacht und ja, Dankeschön. Ja, toll gelaufen. Dankeschön. So, meine Lieben, und das waren unsere Castings 2023. Aber es steht nur noch eine Entscheidung an. Welche letzten vier
schaffen es in die nächste Runde in die Challenge Shows. Und ihr dürft jetzt ab sofort wieder auf Instagram oder Facebook abstimmen, welche letzten vier in die nächste Runde dürfen in die Challenge Shows. Und ja. Und natürlich mit der Endziffer in die Kommentare schreiben mit der Endziffer. Das geht natürlich auch. Genau. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu unserer ersten großen Challenge Show mit unseren ersten 8 aus unserer Top 16. Und natürlich davor mit der großen Entscheidung, welche letzten 4 dürfen in die Challenge Shows. Genau. Bis zum nächsten Mal.